Zeichne für x Element von minus 4 bis 5 die Gerade g mit y ist gleich minus 0,5x plus 2 in ein Koordinatensystem ein. Wichtig für das Einzeichnen ist, dass diese Geradengleichung die Form y ist gleich ein Faktor m mal die Variable x plus eine weitere Zahl, in dem Fall t, hat. Ist es nicht gegeben, dann bitte zuerst nach y auflösen, sodass y alleine links vom ist gleich steht und der ganze Rest rechts davon. Wenn wir das näher anschauen, diese Zahl vor meinem x ist die sogenannte Steigung, wäre in dem Fall minus 0,5. Die Zahl ohne x ist der sogenannte y-Achsenabschnitt und in dem Fall plus 2. Also hier hatten wir die Steigung und das ist der y-Achsenabschnitt. Diese Informationen reichen jetzt schon aus, um unsere Gerade einzuzeichnen. Der y-Achsenabschnitt gibt mir immer an, wo schneidet die Gerade die y-Achse. Hier ist meine y-Achse. Jetzt schaue ich nach. Aha, diese Zahl ohne die Variable x ist plus 2. Also wird meine y-Achse hier bei plus 2 geschnitten. Das ist mein erster Punkt. Den zweiten Punkt erhalten wir jetzt aus der Steigung m, in dem Fall minus 0,5. Dazu müssen wir nur wissen, wir gehen von diesem y-Achsenabschnitt aus, 1 nach rechts, eine Längeneinheit nach rechts. Jetzt schauen wir auf die Steigung, die ist minus 0,5. Das bedeutet, wir gehen minus 0,5 in y-Richtung, also 0,5 nach unten. Und dort finden wir unseren zweiten Punkt. Wäre die Steigung zum Beispiel plus 0,5, dann wären wir an dieser Stelle plus 0,5 nach oben gegangen. So, wir haben unsere beiden Punkte und zeichnen durch diese Punkte unsere Gerade durch. Das ist auch die Gerade g. So, am Schluss ist noch wichtig, das x soll von minus 4 bis 5 eingezeichnet werden. Also schauen wir auch danach, ob wir tatsächlich die Gerade von minus 4 bis 5 gezeichnet haben. Wenn man darüber hinaus zeichnet, ist es kein Problem, aber weniger darf es nicht sein.